kamera24.tv, der Crossmedia-Nachrichtendienst. Das sind jetzt diese Neustadt, Stadtteil Neustadt in der Justalstraße. Hier brennen in einem kleinen Gewächshaus 233 Kilo Gasflaschen. Gut, wir haben Ex-Gefahr, das heißt aus der Entferne erkundet, konnte feststellen, dass mindestens eine Gasflasche bereits ablässt, somit eine Gefahr der Zerberstung beseitigt. Dann beim weiteren Kontrollieren haben wir festgestellt, dass die zweite Gasflasche brennt. Das heißt jetzt, wir lassen die Gasflaschen kontrolliert ausbrennen, auch keine Gefahr für die Umgebung. Somit Ex-Gefahr beseitigt. Ja, das kann man jetzt nicht genau sagen, wie lange das geht, bis die komplett leergebrannt ist, aber es wird sich eine Weile hinziehen. Er hat hier ein Gewächshaus, hier hat er seine Sommerpflanzen, die überwintern da in diesem Gewächshaus. Und damit die natürlich keinen Frost kriegen, wird ständig geheizt. Gut, das hat sicher mit der Kälte zu tun, weil er aufgrund der Kälte sein Gewächshaus heizt. Aber der Brand dieser Gasflaschen hat jetzt mit der Kälte nichts zu tun. Warum die in Brand geraten sind, das heißt, hier ist ein Heizofen, war angeschlossen. Warum der Brand jetzt hier ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt. Ja, wir können natürlich nicht ausschließen, dass eine Flasche noch zerberste. Deswegen die Kreisstraße, die unmittelbar am Gewächshaus vorbeigeht, weiterhin gesperrt, damit keine Autofahrer hierhin gefährdet werden. Nein, das brauchen wir nicht, weil das ist schon absehbar, dass es nicht geht, bis es dunkel wird. Und zudem sind wir hier, ja, der Bereitstellungsraum Feuerwehr ist die Rettungswache Neustadt. Die sind bereits bei der Versorgung der Einsatzkräfte mit Kaffee. Wir sind bestens versorgt.